Yeah. Es geht ums pausenlose Texten mit tausenden von Sätzen. Plaudern, reden, chatten, brauchbare Connections. Abzulenken, Hauptsache nicht denken. Tausende Frequenzen in den eigenen vier Wänden. Und wir kaufen uns die besten Trends, um rauszustechen. Brauchen auch den letzten Schliff, um endlich aufzuglänzen. Wir sind Menschen, doch wollen es verstecken. Drücken höchstens mal was Nettes aus durch Ketten SMS. Wir sind allein, doch so sehr in dem Rausch der Zeit, dass uns die Zeit darüber nachzudenken kaum mehr bleibt. Und vielleicht ist dadurch so vieles unbeständig. Menschen ohne Namen, das hier ist Freund Nummer 160. Und kennst du mich? Ja, ich bin dieser Freund von gestern. Doch nur weil wir nicht mehr reden, brauchen wir doch nicht zu lästern. Es ist besser, ich muss nicht nach den Leuten ketzen. Auch wenn ich mich oftmals frag, wo diese Leute heute wohl stecken. Ich könnte wetten, dass ihr auch noch manchmal Sehnsucht habt. Ich will euch schreiben und erreichen, doch ihr hebt nicht ab. Und ich blätter nachts durch das Telefonbuch, suche Freunde auf Facebook. Aber wer stellt jetzt die Sehnsucht? Wenn du wirklich nicht mehr weiter weißt und nicht nur reden willst auf Zeit vertreiben. Wen rufst du an? Du blätterst durch das Telefonbuch, tausend Freunde auf Facebook, aber wen rufst du an? Wenn du wirklich nicht mehr weiter weißt und nicht nur reden willst auf Zeit vertreiben. Wen rufst du an? Du blätterst durch das Telefonbuch, tausend Freunde auf Facebook, aber irgendetwas fehlt uns. Es ist so einfach, es ist nur ein Satz. Ich bin erleichtert immer, wenn ihr mich erreicht habt. Ich bin begeistert, wenn ich vertraute Stimmen höre. Denn ich hab viel zu klären und mir hilft es mehr, als wenn ich es verweiger. Zu Gesprächen nein, sag Problemen aus dem Weg geh und das im Alleingang. Und ja, ich weiß, dass ich es mir oft leicht mach. Doch so bleibt das, wenn zum Reden keiner Zeit hat. Und es kann nicht sein, dass es für mich unmöglich ist, meine Sorgen zu erzählen, obwohl das doch die Lösung ist. Doch ihr versteht mich nicht, nur Unpersönliches, Alltägliches, was es öffentlich zu lesen gibt. Und nein, ich schäme mich nicht, falls ihr versehentlich auch mal eine Träne im Gesicht zu sehen kriegt. Und ich sehne mich nach jemand, den es eh nicht gibt. Doch ich weiß, dass diese Suche nicht vergeblich ist. Wen rufst du an? Wenn du wirklich nicht mehr weiter weißt und nicht nur reden willst auf Zeit vertreiben. Wen rufst du an? Du blätterst durch das Telefonbuch, tausend Freunde auf Facebook, aber wen rufst du an? Wenn du wirklich nicht mehr weiter weißt und nicht nur reden willst auf Zeit vertreiben. Wen rufst du an? Du blätterst durch das Telefonbuch, tausend Freunde auf Facebook, aber irgendetwas fehlt uns.